Shiny Pet Simulator X, Leute. Let's go. Das ist das neue Pet Simulator X Update. Und ich habe mir jetzt erstmal wieder das neue Update Hype Gift von diesem Update geholt. Hier gibt es dann jetzt sowieso nichts mehr wert, aber trotzdem. Wir schauen hier hin. Wir haben immer noch das Exclusive Anime Egg. Niemand juckt sich dafür. Und hier haben wir Shiny Hunter. Significantly higher chance to hatch a Shiny Pet für 1300 Robux. Das ist ein Witz. 1300 Robux? Okay, ich kaufe ihn mir. Möchtest du dir mysteriös kaufen? Nee, eigentlich will ich mir Shiny Hunter kaufen. Aber die Frage ist erstmal, was bringen uns überhaupt jetzt diese ominösen Shiny Pets, die jetzt dazugekommen sind? Wenn wir jetzt irgendein Egg einfach mal hatchen. Oh, hier haben wir ein Shiny bekommen. Shiny White Bunny, habt ihr das gesehen? Das war, hat auch so einen bestimmten Sound gemacht. Hat nur 160 Eggs gedauert. Aber es soll ja auch relativ selten sein, so wie die Shiny Pets im Pokémon. Kann ich nach Shiny filtern? Nee, das ist nicht möglich. Dann geben wir mal den Bunny. Wo ist er denn? Hier. Der glänzt auch so und da steht's dabei. Basic Shiny White Bunny. Und der ist, im Gegensatz zu einem normalen Bunny, hier sehen wir ihn schon, 4 Stärke, hat der 10 Stärke. Das heißt, die Shiny Pets sind 2,5-fach stärker wie die normalen Pets. Und das ist ziemlich gut. Das heißt, dass wir mit so einem Turkey, das 685 Trillion hat, oder einem Lucky, das gleich bis zu 800 Trillion haben kann, fast, ja, 2 Kuh an Stärke haben können. Ein einziges Pet kann bei uns jetzt 2 Kuh an Stärke haben. Das ist insane. Und da drauf nochmal Royality, dann sind wir bei 4Q. Hardcore funktioniert jetzt und es ist so easy, das müssen wir uns anschauen. Ich habe keine guten Pets, aber wir wollen sowieso in die Hardcore-Welt für das Relic-Ding. Ich weiß es noch nicht ganz, warum ich mir jetzt Shiny Hunter für 1400 Robux oder 1300 Robux gekauft habe. Aber es wird mir sicher was bringen. Weil jetzt wird es Zeit, nicht nur normale Huge Pets zu farmen, sondern Shiny Huge Pets zu farmen. Shiny Rainbow Huge Pets. Oh, tatsächlich. Es ist auch so, dass jetzt hier die Gems-Values angehoben wurden. Man kann jetzt für 4500 Robux sogar 50 Milliarden Gems kaufen. Oh, wow. Das ist ja cool. Aber hier sind wir jetzt erstmal in der Hardcore-Welt. Und was wir als erstes hier machen wollen, Leute, ist ganz easy. Wir wollen hier zum Enchanted Forest in der Fantasy-Welt gehen. Weil hier wurde jetzt endlich, nach so langer Zeit, wurde endlich hier diese Secret Room hier geupdatet. Und man hat jetzt hier endlich Content. Es ist zwar nicht viel, aber es ist etwas. Wir gehen jetzt mal rein und ich zeige es euch. Hier sind wir in der Secret Cave und da haben wir dieses Shiny Cat Relic. Dafür müssen wir 250 Millionen Diamonds ausgeben. Und jetzt wurde unsere Chance, ein Shiny Pet zu hatchen, ein bisschen erhöht. Standardmäßig ist es 1 zu 600. Mit diesem Relic ist es 1 zu 500. Und wir können uns auch endlich zurückteleportieren. Das war auch nie möglich. Jetzt funktioniert das auch endlich. Dann haben wir schon mal das gemacht. Und jetzt lasse ich mal in den Alien Forest. Leute haben mir gesagt, es soll so viel einfacher gehen, hier die Hardcore-Welt durchzuspielen. Können wir es vielleicht dann dieses Mal, heute sogar schon schaffen, durch die Tech-Welt zu kommen? Mal sehen. Ich habe keine guten Pets. Aber wir schauen mal. Und wir machen jetzt mal ein Update-Hype-Gift auf. Let's go. Und was bekomme ich? Komm, gutes Pet. Party-Dog. Wow. Let's go. Genau das wollte ich haben. Ich habe so Müll-Pets, fällt mir gerade auf. So, machen wir kaputt. Wie Coins? Fast 200.000 aus dem Ding? Das ist so viel. No joke. Wir kommen easy heute durch die Tech-Welt, Leute. Endlich. Endlich durch die Tech-Welt, Leute. Oh mein Gott, ist das gut. Oh, hätte ich jetzt noch Huge-Pets, wäre das fantastisch. Leider habe ich alle meine Huge-Pets verschenkt und habe deswegen gar nichts mehr. Aber ich habe Companion-Pets. Stimmt, die kann ich mir holen. Oh, endlich ist Hardcore machbar, Leute. Das ist so wunderbar. Ich muss mir jetzt hier erstmal alle meine Companion-Pets holen. Ich bin so arm dran, dass ich mittlerweile einfach schon Companion-Pets benutze. You're too far from the machine. Was? Steht auch drin. Hä? Was ist das jetzt? Das habe ich noch nie gesehen. Okay, ich kann keine Pets aus der Bank nehmen. Let's go. Das ist ja wunderbar. Aber hier mit diesen Coin-Multipliern, die sind übrigens noch da. Lucky Block-Event ist weg, aber Coin-Multiplier sind da. Sollte es jetzt sehr viel einfacher sein, sich hochzufarmen. Oh mein Gott, komm. Lass mich jetzt mal so eine Riesenkiste abbauen. So eine entspannte Steampunk-Chest. Wie viel Cash gibst du mir? Oh, einige Millionen. Das waren früher 50.000 oder so, die ich bekommen habe. Jetzt 13 Millionen, dann die Free Gifts. Wie viel gebt ihr mir? Auch Millionen. Es ist so wunderbar. Mein Leben macht wieder einen Sinn. Hätte ich jetzt noch gute Pets, dann könnte ich mich wirklich easy durchfarmen. Oh, ab Tech-Welt wird es ein bisschen schwerer, aber Fantasy- und Normalwelt easier. Ja, Tech-Welt ist auch so viel leichter. Es ist gefühlt um das 100-fache leichter geworden, wenn nicht das 1000-fache. Aber hier, Leute, oh mein Gott, das sind so viele Coins. Und Victor hat mir jetzt auch noch Pets gegeben. Es ist so schön. Ich frage mich, für was jetzt noch Hype-Gifts vertradet werden. Wenn die jetzt noch für 1 Milliarde oder höher vertradet werden, dann verliere ich den Glauben an die Menschheit. Ganz ehrlich. Wo sind die Shiny-Pets? Ich glaube, davon müssen wir später noch ein paar hatchen. Die Frage ist halt, aus welchem Ei? Weil es gibt nicht mehr das Autumn-Event und es gibt nicht mehr das andere, das Lucky-Event.
Das heißt, die besten Pets zurzeit sind wieder die Pets aus der Cat World. Das heißt, wir müssten uns jetzt in die Cat World farmen, um da die besten Pets wieder zu holen. Das heißt, die Propeller Cat ist wieder die beste Cat. Das ist gar nicht so cool. Da müssen wir jetzt wirklich ein bisschen farmen heute, Leute. Bevor die das wieder schwerer machen. Es kann sein, dass die das gar nicht vorhatten, so leicht zu machen. Dann sind ja Hardcore-Pets nichts wert. Doch, schon etwas. Die sind schon mehr wert. Shiny-Pets sind halt jetzt die Sachen, die viel wert sind. Oh, warte, ich kann in die nächste Welt, oder? Ich kann endlich in die nächste Welt. Nach über einem Monat an Farmen hier. Okay, nicht sehr aktives Farmen. Sehr inaktives Farmen, aber trotzdem. Nach über einem Monat an Farmen hier kann ich endlich weiter, Leute. Und hier können wir, glaube ich, wirklich gut Coins farmen. Weil hier haben wir diese blauen Chests, die sehr viel geben. Pro große Chest 5,5 Millionen. Also es sind immer noch 4,5 Milliarden, die ich mir erfahren muss. Aber trotzdem, es ist so viel besser. Es ist wirklich möglich, das in einer halben Stunde bis zu einer Stunde zu erfahren. Das wäre undenkbar gewesen. Das wären hunderte Stunden gewesen, die ich farmen hätte müssen. Um die Shiny Pets Gold zu machen übrigens, Leute, müsst ihr die einfach in der Goldmaschine zusammenpacken. Wenn ihr 3 normale Pets und 3 Shiny Pets in die Goldmaschine packt, habt ihr eine 50%ige Chance, ein Shiny Pet zu bekommen. Wenn ihr 4 Shiny Pets und 2 goldene Pets reinpackt, habt ihr halt eine 66%ige Chance. Was ist eure Meinung zum Update, Leute? Ich finde, es ist wirklich gut. Nur die Sachen alleine mit Shiny Pets hätte ich ein bisschen lame gefunden. Aber da jetzt Hardcore-Welt möglich ist, finde ich es besser. Ich hätte es vielleicht noch besser gefunden, hätten sie Hardcore-Welt aus dem Spiel entfernt. Aber so ist es auch ganz okay. 2000 Jahre später. Wir können uns den Huge Alien Forest Chest Area Ding hier kaufen. Let's go. Und ich kann mir endlich dieses Hoverboard hier holen. Ich will ihr entern, ja. Es hat so lange gedauert, bis ich hier im Secret Vault komme. Und hier haben wir das Tech-Hoverboard. Und endlich habe ich hier mein erstes 3-Flammen-Hoverboard, Leute. Aber wenn wir jetzt hier hingehen und einfach mal die Kiste abbauen, Leute, bekomme ich dann hier viele Coins? Oh Gott, das dauert sogar ewig, weil ich so schlechte Pets habe. Aber ich hoffe, dass ich dann wenigstens viele Coins bekomme. Oh ja, Crown-Pets sind absolut dumm. Die sind absolut dumm. Ich glaube, die ersten 10 Leute, die ersten 10, die am meisten Robux in Pets 100x ausgegeben haben, bekommen Crown Pegasus. Und dafür musst du halt locker eine Million oder mehr Robux ausgegeben haben. Du musst ja alleine für dieses Hoverboard hier über 100.000 Robux ausgegeben haben. Preston wollte einfach noch mehr Geld haben. Aber wie viel habe ich gerade durch diese Kiste gemacht? 100? 200 Millionen? Ich habe nicht drauf geachtet, aber es war ein bisschen was. Ich glaube, ich habe genug, oder? Ja, das sollte reichen. Ich habe genug Tech-Coins. Wir können endlich in die finale Region der Tech-Welt. Let's go. Und jetzt müssen wir nur noch diese kleine Chest hier vom Hackerportal abschließen. Und dann können wir endlich in die Void-Welt gehen. Im Hardcore-Mode. Das hat so lange gedauert. Und die Hacker-Chests gehen instant kaputt. Oh, okay. Da sind wir schon bei Nummer 4 mit mal 10 Coins. Oh Gott, das gibt ja dann übelst viele Coins. Warum habe ich mir als erstes die Alien-Tech-Welt gekauft? Ich hätte mir als erstes diese Welt kaufen sollen. Auf alle Fälle. Diese 8, keine Ahnung. Ich glaube, es war 8. Vielleicht ist auch das 8. 9 und 10. Ich denke, das reicht, oder? Das sollte reichen. Ja, perfekt. Und wir können jetzt durchs Portal gehen. Hier sind wir in der Void-Welt, Leute. Und da können wir jetzt auch erstmal Serverboost aktivieren. Das kann auch sehr wichtig werden. Und dann gehen wir jetzt in den Axolotl Ocean, Leute. Und ab da soll es wieder schwerer werden. Sehr viel schwerer. Okay, wir bauen 95.000 für die erste Welt. Und wir bauen jetzt mal hier so ein Ding ab. Wie viel gibt mir das? 100. Nicht mal. Ich bekomme nicht mal 100. Wie viel komme ich aus dem Loopback? Komm, gib mir wenigstens da etwas mehr. Okay, das ist wenigstens etwas mehr. Damit komme ich halbwegs durch den Axolotl Ocean. Hoffentlich. So, hier. Ah, ich habe immer noch nicht mal genug für die erste Welt. Okay. Aber hier, dreifache Coins, wichtig. 100-fache Coins wären jetzt schon mal gut. Und die Axolotl Chest gibt uns dann auch hoffentlich wenigstens ein paar Coins. Okay, Rainbow Coins sind wirklich wieder schwer zu farmen. Okay, 95.000. Let's go. Zweite Region. Und jetzt haben wir hier Kisten. Wie viel bekommen wir daraus? Okay, wir bekommen ein paar Tausend jetzt aus den Kisten. Und ein Safe mit mal 10 Coins. Okay, hier geht's wirklich leichter in der zweiten Region. Sehr schön. Durch die kommen wir halbwegs gut durch, glaube ich sogar. Boah, was mit dem Update auch noch dazu gekommen ist, sind irgendwelche Signed Pets. Du kannst jetzt Pets unterschreiben. Aber dafür muss man Big Games Partner sein, Leute. Und das ist so gut, weil ich würde es hassen, Pets unterschreiben zu müssen. Weil dann würden Leute mich nicht nur nach Huge Pets fragen, die ich nicht habe, sondern auch noch nach unterschriebenen Pets. Und es ist so gut, dass ich das nicht machen kann. Also Preston, bitte mach mich zu keinem Big Games Partner. Danke. So, let's go. Wir haben die Axolotl-Welt fertig. Hier. Kaufen wir uns das frei und wie viel gibt mir die Chest? Oh, mal 3 Coins ist schon mal nicht schlecht. Und die hat auch 500 Q zum Abbauen. Das ist ja genauso viel wie die Alien Forest Chest. Ha. Huh. Und das, obwohl diese Chest einfach eine weltweite ist. Das ist weird. Und das sind, oh, ein paar hunderttausend. Das bringt mir tatsächlich gar nicht so viel, weil ich ein paar Millionen brauche. Also, ich habe jetzt noch versucht, das beste Pet im Pet Simulator X in Shiny zu bekommen. Und zwar habe ich einige Helikopter-Cats in Golden und auch in Rainbow gehatcht und habe
bei über 800 Pets, glaube ich, nur 3 Stück in Shiny bekommen. Und deswegen will ich noch versuchen, die schnell in Rainbow zu machen, Leute. Okay, hier nehmen wir unsere 3 Shiny Pets und nochmal 3 von den normalen. Und wir haben jetzt eine 50%ige Chance, dass wir eine Shiny Helikopter Rainbow Cat bekommen, die ich dann auch Dark Matter machen kann. Und let's go. Es hat schon mal funktioniert. Und es ist wirklich eine Shiny Rainbow, oder? Es ist wirklich eine Shiny Rainbow Helikopter Cat mit 475 Trillion. Okay, dann kann ich die jetzt noch in meine Dark Matter Maschine packen. Und dann haben wir in 5 Tagen unser erstes Pet mit über einer Kuh in Pet Simulator X.